Herzlich willkommen zurück im ewigen Eis. Wir befinden uns immer noch auf Volt und haben hier noch einiges zu tun, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was das eigentlich war. Aber wir haben ja unsere Marker und ich würde sagen, wir arbeiten einfach einen nach dem anderen ab. Was haben wir eigentlich hier? Verstecktes Lager gefunden? Okay. War das irgendwas Wichtiges? Keine Ahnung. Erinnerungsauslöser. Ich würde sagen, da machen wir mal kurz hin und sammeln den mit ein. Denn das ist ja auch so eine Fleißaufgabe, die man so nach und nach mit abarbeiten sollte. Außerdem gibt es ja noch eine reiche Abbauzone, das würde sich dann schon lohnen wahrscheinlich. Okay, und dann arbeiten wir uns einfach nach und nach vor, je nachdem was gerade in der Nähe ist. Warum laggt das denn schon wieder so? Irgendwie spielt die Technik heute schon wieder rum bei mir. Keine Ahnung, was in letzter Zeit immer ist, aber irgendwas ist immer. Immer irgendwas anderes. Ja, danke. Was auch immer das war. Bin ich ja mal gespannt, wie das in der Aufnahme aussieht. Ist immer irgendwas anderes, was gerade ist, aber irgendwas ist eben immer. Gibt es hier auch irgendwas, das nicht eiskalt ist? Ich bezweifle es. So kalt ist es gar nicht. Also Schluss damit. Ach komm schon. Fahren Sie eigentlich in die richtige Richtung? Ja, kommt drauf an, wo ich hin will wahrscheinlich. Aber ich würde eigentlich schon sagen, dass ich dahin fahre, nach Cat-Tech aus. Wo ich hin will. Muss ich mal an. Ein Eisbison. Oder was ist das? Oh, okay. Ich wollte die erstmal machen lassen. Siehst du mal, zack drauf. Wir fahren einfach ein bisschen drüber, wie immer. So, und jetzt machen wir es dann vielleicht doch mal vom Acker und machen das auf die richtige Art und Weise. Sie vertrauen mir nicht, Vetranix. Das spüre ich. Wie kommen Sie darauf? Sie wirken distanziert. Sie sehen mir nie in die Augen. Okay, ich will ehrlich sein. Kann ich ehrlich sein? Natürlich. Ich kann sie einfach noch nicht einschätzen. Wir sind hier die Aliens und es würde mich nicht überraschen, wenn sie uns deshalb ablehnen würden. Sie verhalten sich also, als würden sie mich nicht mögen, weil sie sich nicht sicher sind, ob ich sie mag. Das trifft es ziemlich genau. Nein, ich lehne sie nicht ab. Und was ich soweit kenne, mag ich sogar. Macht es Ihnen das einfacher? Irgendwie dachte ich mir... Ja, das tut es. Irgendwie dachte ich mir sogar, dass die zwei sich mögen würden. Okay, legen wir mal los. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Schön, dass ihr es schon bemerkt habt, so langsam nach eurem kleinen Tete-a-Tet da. Oh, scheiße. Das ging einmal ins Nix. So, kümmern wir uns erstmal mit den normalen Waffen drum. So, uiuiui, was ist denn hier los? Jar? Danke. Einfach mal zur Seite gehen ab und zu. So, ich verstecke mich, glaube ich, erstmal. Ich habe keine Ahnung. Oh ja, ich kann sie treffen. Okay. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob man die überhaupt treffen kann, wenn sie nicht auch im Fokus erscheinen. Aber es geht. Ach, sieh mal an. Ich kann diesen Schub auch seitlich benutzen. Habe ich das schon mal gemacht? Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich es einfach wieder entdeckt habe gerade. Wo ist denn hier der... Okay, den hat sie schon erledigt. Komm, den machen wir einfach mal mit einem Wurfblatt. Ist noch jemand da? Oder haben wir jetzt alle? Ich glaube, wir haben erstmal Ruhe. So, dann können wir uns mal kurz hier umsehen. Vielleicht gibt es ja wieder eine Konsole, an der wir ein Passwort einsammeln können. Ich kann mich erinnern. Ja, ja, dass wir sowas hatten hier bei den anderen Stationen mit Cat. Und wenn ich mich recht entsinne, hat da bloß noch eins gefehlt oder so. Das sieht übrigens sehr, sehr spannend aus. Aber irgendwie sieht es nicht so aus, als ob wir irgendwas hier machen können. Was auch immer das darstellen soll. Cat-Kunst? Ich habe keine Ahnung. So, aber irgendwo gibt es doch hier bestimmt was, hä? Hier sind bloß Wägelchen. Wie sahen denn die Konsolen aus? Aber bei den Konsolen wurde auch immer gesagt, hier steht eine Konsole, oder? Mir war zumindest so. Hier ist jedenfalls nichts. Sieht nicht danach aus, als ob hier noch irgendwo was sein könnte. Okay, dann lass mal kurz hier rüber zischen. Wieder zum Wagen zurück.
Und wir schauen mal kurz auf die Karte. Wie wäre es damit? Ja, wir müssen noch ein Stück rüber, um zu den eigentlichen Markierungen hinzukommen, zu denen ich wollte. So, dann schauen wir doch mal. Irgendwo hier in den Bergen. Sie haben Angst, Ihre Schwester könnte hier sterben. Wie kommen Sie dazu, so etwas zu sagen? Ich sehe es in Ihren Augen. Ach so. Nur weil es wahr ist, können Sie es auch laut aussprechen? Ich habe Sie beleidigt. Ich bin nicht beleidigt. Ich will einfach nur dieses Gespräch beenden. Ich habe Sie verletzt. Das Gespräch ist beendet. Schön. Also Sie quatschen mir ein bisschen zu viel für meinen Geschmack hier, aber ist ganz witzig. Ich will mal kurz schauen, dass das hier drüben ist. Das ist zwar nicht irgendwie markiert, aber ich meine, hier ist ganz offensichtlich eine Ruine oder keine Ruine, das ist ein Wrack. Das ist ein Schiffswrack. Ist die Frage, ob es hier was gibt für uns. Schauen wir doch mal. Was sind das für komische Geräusche? Irgendwas funktioniert hier nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Das klingt sehr, sehr merkwürdig. Oh, sieh mal an, hier liegen welche. Die kann ich aber nicht untersuchen. Also, keine Ahnung, wer das hier ist. Die liegen da halt einfach. Oh, hier gibt's einen Eingang. Warte mal. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Was man nicht so alles findet. Kannst du mal sehen. Und das war überhaupt nicht markiert. Da rührt sich nichts. Aber das war ja zu erwarten. War's das? Falls die Elektronik noch intakt ist, könnten wir die Energieversorgung wiederherstellen und uns so Zugang verschaffen. So, das Iridium nehmen wir gerne mit und wir haben gerade eine Leitung auf dem Boden gesehen. Der sollten wir vielleicht folgen. Achso, die Tür ist jetzt die gewesen, die nicht mehr aufgeht. Da schauen wir uns erstmal die hier drüben an. Die können wir auch gar nicht. Achso, vielleicht müssen wir einfach an das Gerät gehen. Okay. Tut sich denn jetzt was? Nee, nicht so. Sehr, sehr merkwürdig. Gibt's da noch was anderes, was wir bedienen können? Also ich meine, das Kabel hat dort lang geführt, aber... Nee, sonst ist ja auch nichts weiter. Tja. Vielleicht soll ich hier einfach noch gar nicht sein. Das ist ja auch möglich. Vielleicht komme ich hier irgendwann mal raus. Von irgendwo anders her. Mal kurz auf die Karte schauen. Gibt es denn hier was in der Nähe? Ja, okay. Das ist klar, ja. Mit dem Erinnerungspunkt. Das ist auch bloß ein Erinnerungsauslöser. Das ist ein verstecktes Lager. Was sind das eigentlich für versteckte Lager? Muss ich die hier finden? Habe ich das schon mal gewusst, was das für versteckte Lager sind? Ja, manchmal vergisst man die Sachen. Ich meine, ich spiele ja jetzt auch nicht jeden Tag. Von daher neigt man dazu, auch einfach mal Sachen aus seinem Hirn zu verdrängen. Gut, wir merken uns auf jeden Fall mal, hier ist irgendwas. Vielleicht kann man ja mal hierhin zurückkehren. Und was ist denn das für ein nervtötendes Geräusch die ganze Zeit? Ist hier unten noch was? Außer brennenden Leichen? Oder? Ach ne, sind gar keine Leichen, oder? Keine Ahnung. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier sonst noch was wäre. Gut. Lass uns abmarschieren. Da ist unser Wagen. So, rein mit uns. Und jetzt wollen wir dann wirklich mal langsam... Ach so, ich muss hier vielleicht mal... Wie ging denn das? Rechtsklick, so war das. Wollen wir dann wirklich mal... Langsam. Was? Markierungen abarbeiten? Wer war das denn? Hat da gerade jemand geschrien? Das ist sehr verwirrend hier. Ihre Befürchtung, Sid könnte sterben, nennen wir Dosa Schaden. Darum habe ich Sie gefragt.
Es bedeutet gute Angst. Oder vielleicht noble Angst. Sie halten Angst für etwas Gutes? Etwas zu fürchten, das man fürchten sollte, hält einen am Leben. Und das ist gut. Ihren Bemühungen hier liegt Dosushan zugrunde. Genau wie unserem Kampf gegen die Kette. Aber Dosushan anzunehmen und sich nicht davon lähmen zu lassen, ist Mut. Es war mutig, von Ihnen hierher zu kommen, Vetra. Von Ihnen und Ihrer Schwester. Wow. Danke. Gut, seid ihr fertig? Mensch, dass sie jedes Mal so viel zu reden haben. Okay, wir müssen hier noch ein Stück rüber nach Osten. Ach, es wird ja auch angezeigt, fällt mir gerade auf. Stimmt ja. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ich sehe schon, ich sehe schon. Sie können in ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Achso, Quatsch. Wie ging das gleich nochmal? R. Ich sehe es gerade. So, her mit dem Kupfer. Und jetzt müssen wir bloß mal schauen, wird denn mir hier dieser Erinnerungspunkt angezeigt? Nicht so wirklich, wa? Den muss ich alleine finden. Der scheint auf der Spitze von dem Berg zu sein. Wenn ich das richtig sehe. Schauen wir doch mal. Gas! Gas, Gas, Gas! Ich komme ja nicht hoch. Achso, ich bin schon wieder im Flachlandmodus. Könnte daran liegen. Scheiße. Okay, so klappt das nicht. Vielleicht muss ich dann auch zu Fuß. Oder ich fahre einfach hier lang. So. Geht alles. Okay, wo ist denn dieser Erinnerungsauslöser? Da vorne. Alles da. Alles leicht zu finden. So muss ich den zu Fuß einsammeln? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Sam, noch eine Erinnerungsbenachrichtigung. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. So, und wir sammeln gleich noch ein bisschen Ressourcen ein, denn hier stand ja schon wieder da, dass wir was haben. Ich bin froh, dass wir unsere gegenseitige Befangenheit überwinden konnten und bessere Freunde geworden sind. Oh, klar. Ich auch, Tom. Also, woran haben Sie Spaß? Hier. Ja, nein. Ich meinte, woran Sie Spaß haben. Ihre. Sie haben jetzt gerade Spaß? Natürlich. Wie kommen Sie darauf, ich könnte keinen haben? Freundschaft ist harte Arbeit. Ja, zwei verschiedene Kulturen. Okay, was haben wir denn hier? Unbekannt, da sollten wir vielleicht mal hinmachen. Das ist aber unten, oder? Ich glaube schon. Wir fahren mal runter und schauen uns das unten an. Ja, das ist auch unten. Wow. Die Relikte haben das Gebiet übernommen. Das sollten wir uns ansehen. Das tun wir. Vielleicht fahren wir einfach mal da rein. So, einfach drauf. Zack. Oh, wer schießt denn da gleich? Ist ja schrecklich. So, auf geht's. Das Aim heute wieder. Ach, du Kacke. So, einfach mal rein. Und da wird gemetzelt, was das Zeug hält. Okay, das ging. Kein Problem. Die Maschinen haben wir ausgeschaltet. Jetzt müssen wir bloß mal schauen, was wir hier so finden können eigentlich. Ah, sieh mal an. Oh, das wollte ich gerade gar nicht. Ich wollte eigentlich die Taste daneben haben und scannen. Gibt es denn hier was zu scannen, ist die Frage. Nö. Aber warte mal, ist das überhaupt... Ach, das ist weiter rechts von mir. Ha. Da kann ich natürlich lange hier scannen, wenn ich gar nicht an der richtigen Stelle bin. So, schnell wieder hin zum Nomad. Du bist noch bis darüber, Mensch. Phoebe sieht mich so komisch an. Immer wieder. Weil sie komisch ist. Phoebe mag neue Dinge, die glänzen. Und warum auch nicht? Sie sind wirklich interessant. So, so. Da bahnt sich eine tiefe Freundschaft an. So, wen haben wir denn hier noch? Okay, ich glaube, wir haben mal wieder ein bisschen was zu metzeln. Okay.
Hat so ein bisschen was von Tontauben schießen, muss ich sagen. Gut, das hätten wir. Das war jetzt nicht so kompliziert. Ah, mal schnell die Überreste eingesammelt. Kann nicht schaden. Waffe stecken wir weg. So, und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas analysieren können oder was genau hier abgeht. Diese Dinger waren noch immer für die Klimateile da. Hier, ihr wisst schon, die Atmosphärenwandler. Vielleicht brauchen wir das dann später noch, das kann ja sein. Aber zumindest haben wir es schon mal entdeckt, das ist ja schon mal ganz schön. Wir können auch mal kurz schauen, ob da oben was auf der Säule ist. Das war ja zumindest auf Eos so gewesen. Hopsa. So. Schaden kann es nicht. Das ist bloß da unten was, okay. Da drüben ist aber auch nichts. Man sollte ja meinen, auf einem von den beiden ist was. Aber nö, hier ist gar nichts. Und auf den komme ich nicht drauf. Der ist zu hoch. Oder zu steil, was auch immer. Naja, dann halt wieder runter. Was soll's? Aber hier ist... Hä? Was? Wenn ich den Scanner anhab, sind hier Blöcke. Und wenn ich den Scanner nicht anhab, sind hier keine. Geh mal einen Schritt vor. Okay, ich glitsche automatisch wieder raus. Sehr interessant, sehr interessant. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. Oder sollte das noch nicht untersuchen oder keine Ahnung. Ja, alles ein bisschen mit Bugs behaftet, habe ich das Gefühl. So, dann machen wir doch einfach mal in Richtung Aufklärungsposten hier oben. Ja, ist vielleicht ganz gut. Dann können wir nämlich mal nach dem verschwundenen Lieferanten suchen. Einfach Richtung Nordost. Dann passt das schon. Einmal Gas geben. Den nehmen wir noch mit auf den Weg. So, haben wir kurz den Berggang eingelegt. Gehen wir's an. Was genau? Also, ich bin dabei, aber ihr müsst mir sagen, was genau wir angehen. Da drüben ist ein Lager, wie es aussieht. Das mir aber nicht angezeigt wird. Wir gehen trotzdem hin. Oh, ich sehe schon dieses... Wir sollten vorsichtig dieses Let's Play wird wahrscheinlich niemals enden, weil ich überall irgendwelche Ecken sehe, die ich erkunden will. So, kurz ausgestiegen. Ab geht's. Schön, schön. Ich gehe mal kurz in Deckung. Ihr solltet vielleicht dasselbe tun. Oh, was? Verdammt. So klappt das nicht. Schade. Ich finde es so schön, dass man mit dem Werfen mit der Biotik um die Ecke schießen kann. Siehste? Konnte er auch mal ausprobieren. Oder konnte er auch mal in Berührung kommen damit. Scheiße, ich komme nicht mehr von der Stelle. Was? Was ist jetzt gerade passiert? Mein Leben hat sich komplett regeneriert. Wer weiß. Ich nehme es gern mit. So, einfach mal hinein ins Getümmel. Hätten wir das. Ist noch einer da? Kümmert euch drum. So. Das waren jetzt schon ein paar mehr. Da könnte es vielleicht auch was Interessantes für uns geben. So. Auch bloß Überreste. Überreste mit einer Waffe, aber. Haben wir denn hier... Ja, ja, schön, schön. Haben wir denn zufälligerweise irgendwas, was wir bedienen können? Oder war das auch wieder bloß so... Just for the lulz? Ich glaube bald schon, wa? Völlig umsonst geschlachtet.
Naja. Man gönnt sich ja sonst nichts. Da kann man auch mal ein Parkett umnieten. Okay, nach Norden. Das wäre ja auf dem Hügel, oder? Das Lager. Es stimmt, was Sie gesagt haben, Vetra. Ich habe in meinem Leben immer nur Krieg gesehen. Besetzung, Auslöschung. Wir werden das ändern, Zhao. Ah, komme ich hier hoch? Mit dem Wagen? Sollte eigentlich machbar sein, wa? Wenn wir vielleicht nicht gerade direkt die Hügel hochfahren, sondern ein bisschen Serpentinen. Jawohl. Haben wir das geschafft. So, und dann kommen wir auch zu dem Lager hin. Ist es das hier? Ja. Oder steckt ein Haufen Zeug drin? Das nehme ich mit. Verrückt. So, wird das denn jetzt immer noch angezeigt? Nee, das ist dann auch wirklich weg. Das heißt, die hier habe ich tatsächlich noch nicht ausgebeutet. Das werde ich dann irgendwann mal mitmachen müssen. Das muss ich ja auch nicht während der Aufnahme machen. Das kann ich ja mal so nebenbei mitmachen. So, das heißt, wir machen jetzt wirklich mal zum nächsten Punkt, an dem wir eine Drohne abwerfen können, um einen Aufklärungsposten zu errichten. Attacke! Und da werden wir dann auch die nächste Mission angehen können, so wie es aussieht. Das sieht spannend aus hier. Eine Brücke. Ist das sicher, hier drüber zu fahren, ist die Frage. Und wer hat die errichtet in der Kälte? So ein Stück nach Norden müssen wir noch, okay. Schauen wir mal. Da können wir einfach runterflippen hier eigentlich. Wir nähern uns dem Nachpunkt, den uns Soka Esov auf Aya genannt hat. Das ist sehr gut. Ich glaube, das wird das hier sein. Oh oh. Ich weiß nicht mehr, worum es hier ging, aber... Wir haben sie gefunden. In Scans zufolge enthalten diese Kisten angaranische Waffen. Na, das ist ja mal interessant. Oh, hat es Soka etwa nicht erwähnt, dass er uns manchmal aushilft? So, die Transportkisten, das reicht, dass wir die einen hier untersucht haben. Oh, hier vorne ist noch was. Hier kamen Schusswaffen zum Einsatz. Die Rückstände deuten auf Cat-Technologie hin. Die Cat? Da. Na toll. Das ist jetzt sehr überraschend, dass Cat hier kämpfen. Okay, untersuchen wir die Leichen noch. Ich kenne ihn. Oh, das ist Keldo, einer von Sokas Lieferanten. Und da hätten wir den Hinterhalt. Sieh mal an. Das hat erstaunlich gut geklappt, ohne dass es da einen Autofokus gegeben hat. Was macht der denn? Hinüber mit dir. So, okay. Die hätten wir. Das heißt, da ist bloß noch einer irgendwo da drüben. Ich bin irritiert. So, holen wir uns den mal auf die Art und Weise. Attacke! Ah, ich liebe es, Leute, einfach mit einem gepflegten Hammerschlag aus dem Weg zu ziehen. Geht alles. Kein Problem. Den schießen wir auch gern von den Hängen herunter. So, hier ist also nichts mehr zu holen für uns. Dann werden wir mal den Aufklärungsposten hier einrichten. Damit könnten wir dann auch die Lebensfähigkeit wieder ein bisschen hochsetzen. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Sehr gut. In Chroniken gab es auf Volt einst Blumenwiesen. Farben, für die wir nicht einmal Namen hatten. Was auch immer Sie davon halten, ich finde diesen Planeten wunderschön. Ernsthaft? Ich würde mich hier draußen nur ungern allein verirren. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Wunderschön, ich danke vielmals. Ja, bei 8% sind wir jetzt gerade mal, das ist jetzt auch nicht so ultra viel. Ich würde sagen, wir machen die Vorräte wieder beschaffen. Oh, da muss ich ja noch was machen. Bringen Sie die Lieferung zurück zu Soka auf Aya, aber muss ich hier jetzt noch was einsammeln? Ich muss noch mal ganz kurz dahin. Das ist jetzt natürlich
Wäre doof, wenn ich da was liegen lasse, obwohl ich es schon gefunden habe. Schauen wir nochmal kurz. So, nochmal. Aha, hier, Behälter. Ich nehme mal an, das wird es wohl sein, oder? Angara-Panzerung. Nice. Genau, jetzt haben wir die Vorräte auch wieder beschafft. Wunderbar. Damit sollte der schon mal verschwinden, der Marker. Und wir können uns auf dem Weg... Na, wirst du wohl da reingehen? Auf dem Weg nach... Nord machen? Nordost? Keine Ahnung. Zeigt noch nichts an.